Ja, wir werden immer wieder gefragt, was denn mit 8 Personen wohnt ihr hier in diesem Wohnmobil? Und nach unserer letzten Europareise habe ich einfach mal so ein Video gemacht, wie es bei uns innen aussieht. Und ich nehme euch da jetzt einfach mal mit rein in unsere gute Stube. Ja, also wie gesagt, es ist erst halb ausgeräumt. Manche Sachen liegen noch drin, aber so könnt ihr einfach mal ganz gut sehen. Da war gerade so ein kleines Brett gelegen, das bitte merken, das brauchen wir gleich nochmal. Für ein anderes Bett, was wir aufbauen können. Die beiden Betten hier sind statisch. Ja, und die ist praktisch rangebaut worden, hinten ans Wohnmobil. Also das ist eine Verlängerung. Früher war das, glaube ich, eine Garage für ein Motorrad oder sowas. Ich schlafe übrigens nur auf so einem Schaffell. Da ist noch eine kleine Decke drunter und das war's. Also ich habe keine Matratze mehr und schlafe super gut. Unter diesem Bett ist Stauraum ganz viel. Also wir haben sehr, sehr viel Stauraum in dem Wohnmobil, was für Treibholz nicht schlecht ist. Genau, das waren also die beiden Stockbetten. Die haben auch jeweils ein Fenster und hier ist eine Treppenstufe, wo man ausfahren kann. Also alles sehr durchdacht. Das hier sind 2 Sitzplätze, aber mit diesem Brett, was man vorhin gesehen hat, kann man im Prinzip da nochmal ein Bett rausmachen. Und darunter ist eine Toilette versteckt. Das finde ich ganz, ganz praktisch. Wir benutzen die ganz selten und haben da auch keine Chemie drin oder sowas. Maximal Orangenkonzentrat. Auch hier wieder ja, viele Fächer, wo man Sachen rein verstauen kann. Die Fenster haben übrigens alle Doppelverschluss gegen Schnaken. Der, von dem wir die gekauft haben, der war in Schweden und wollte da sehr protected sein. Was ich gerade aufgemacht habe, ist so ein Schrank, wo die ganzen Betten oder Bettzeugs reinkommt von diesem Bett. Und eben habe ich auch die Leisten gezeigt, wo dieses eine Brett draufkommt und dann kommen einfach nur solche Auflagen drauf. Ja, das ist eine größere Rammelwiese. Unten drunter seht ihr einen Tisch, den kann man also ausfahren, wenn man fährt. Und dann sitzen die Kinder da praktisch in dieser U-Form. Und ansonsten ist es ein Bett und weiter oben diesen Schrank, den kann man zumachen oder aufmachen, da ist nochmal ein Bett drin. Ja, das ist unsere Küche mit 4 Flammen und ja, ganz einfach gehalten. Jeder von uns hat ja nur einen Schrank, sehr begrenzten Platz, ganz klar. Dadurch, dass wir Minimalisten sind, spielt es uns natürlich zu oder begünstigt oder ja, was auch immer. Wir finden das ganz gut, dass wir einfach ganz viele Monate im Jahr so spartanisch leben und alles übersichtlich ist und man nicht so viel verwalten muss. Und für uns ist es wirklich ein Vorteil, ja, eben nicht so viel Wäsche zu haben, nicht so viel Ballast mitzuschleppen. Wobei wir nie an die Grenze kommen der Zuladung von dem Wohnmobil. Das ist echt krass. Also das sind 7,5 Tonner, das ist unser Kühlschrank. Und genau, dann kann man... Also ich finde es unwahrscheinlich warm gebaut, also die ganze Atmosphäre hier ist einfach wunderschön für uns. Wir lieben Echtholz, genau, und auch mit den Vorhängen und all dieses, das ist einfach ganz nett gelöst. Wir haben Gas dabei, also Gas, so einen ganz großen Gastank mit Heizung. Auch der Kühlschrank ist eben mit Gas, aber auch mit Strom. Man kann nach vorne gehen, das ist eine kleine Luke, da passt man gut durch in den Fahrerraum. Man kann dann aber auch zumachen, was ganz praktisch ist, wenn man mal ja, einfach die Räume trennen möchte. Genau, das ja, hier kann man auch zumachen mit dem Vorhang, dann ist man auch ein bisschen geschützt, wenn man hier schläft. Und die Kinder noch nicht, oder die Kinder schon schlafen und man noch Licht hat, dann stört man sich nicht. Es ist generell eben, dass man Rücksicht aufeinander nimmt. Ja. Das war oder ist unsere Wohnung. Klein, aber fein.